Tja-Date, für deinen Banküberfall brauchst du in jedem Fall auch ein Fluchtfahrzeug. Genau wie der Held im Film zum Videospiele-Klassiker Need for Speed. Der muss in 45 Stunden von New York nach San Francisco und die Uhr tickt. Jetzt sind nur noch 44 Stunden und 59 Minuten übrig. Los geht's. Der wahre Held im Film ist aber das Auto, mit dem diese Aufgabe gestemmt werden soll. Ein Shelby Mustang GT500 mit deutlich über 600 PS. Der Shelby GT500 ist ein ultra krasses Auto, ja? Breit, böse, schnell. Und deswegen ist es richtig cool, dass wir das Auto in der Sendung haben. Und so genau so, wie er in dem Film ist, da steht er. Und wir fahren damit. Wobei beim Shelby besser passen würde, wir fliegen damit tief. Also in dem Film sieht das immer so aus, als wenn dieser Shelby einfach keinen Gegner kennen würde. Und genau das probieren wir jetzt aus. Und wo macht man das in Deutschland? Auf der Autobahn. Amerikanische Highways haben schließlich Tempobegrenzungen. Nicht der beste Ort, um die 322 Spitze des Shelby GT 500 auszufahren. Alter, hat der Lastung. Das ist schön. Das ist wirklich, er bringt nicht nur den Beifahrer zum Kopfnicken, sondern auch den Fahrer. Grobschlächtig, stark, böse. Ein echter Ami eben, inklusive Fahrwerkstechnik von vorgestern. Das ist ein bisschen wie Rodeo-Reiten hier, ne? Ich habe zwar noch nie Rodeo geritten, aber so stelle ich es mir vor. Matthias ist beeindruckt vom Shelby, aber nicht nur er. Bei den Dreharbeiten zu Need for Speed ist es Hauptdarsteller Aaron Paul alias Toby Marshall nicht anders ergangen. Der Mustang ist ein Monster. Man weiß ja, der Mustang ist schnell. Aber der ist noch viel schneller, als man sich vorstellen kann. Und das können sich auch andere Verkehrsteilnehmer nicht vorstellen. Ach, was sehen denn meine verschlafenen Augen da im Rückspiegel? Was Kleines, Gelbes, Flaches. Schau mal da, ein 360 Modena Ferrari, hallo. Ach so, der will, ach so, ja, das natürlich sehr, sehr gerne. So, tschüss. Das ging ziemlich einfach, finde ich. Das ging ziemlich sehr, sehr einfach. Und schon wird der Ferrari wieder ein bisschen kleiner. Ja, der Kollege wollte mich zwar überraschen, aber es hat nicht so richtig gewirkt. Ja? Er dachte, ja, jetzt hängen wir uns mal hinten dran. Ne? Mal gucken, ob der Kollege uns wegfahren kann. Ja, was ist denn los? Was ist denn da los? Ja, den können wir natürlich ganz, ganz easy im fünften Gang verseilen wir den. Ne? Die Performance auf der Autobahn ist unfassbar, ehrlich gesagt. Dieser 360 Modena hat alles gegeben. Da geht es um die Ehre bei so einem Rennen. Deswegen hat er definitiv Vollgas gegeben. Und ich bin sehr entspannt im fünften Gang mehr oder weniger an dem vorbeigeglitten. Ja. Also unfassbar, diese Performance. Und da hat wirklich Hollywood ausnahmsweise mal nicht so richtig getrickst. Sondern sie haben wirklich die Realität abgebildet. Die Realität sieht beim Shelby GT 500 so aus. Unter der Haube hämmert ein 5,8 Liter V8 mit Kompressor. Der schickt laut Hersteller 662 PS an die Starrachse im Heck. In 3,5 Sekunden ist der Shelby auf 100. Und so viel Leistung gibt's für gerade mal 80.000 Euro. Ja, ich meine 662 PS, das ist ja wieder so eine Fabelzahl. Ne? Irgendwie alles, was über 500 PS ist, da denke ich mir mal, mal gespannt, wie viele Pferdchen da wirklich versammelt sind. Und deswegen fahren wir jetzt schön auf den Rollenprüfstand. Ein Leistungsprüfstand misst unbestechlich die tatsächliche Leistung eines Motors. Dabei werden auch Faktoren wie Temperatur und Luftdruck berücksichtigt. Das Messergebnis wird zeigen, wie viel Pferde der Mustang wirklich auf die Rolle bringt. Mit unterarmdicken Gurten auf der Rolle festgeschnallt, wird der Shelby im vierten Gang bis an den Drehzahlbegrenzer gebracht. Dabei steht das 1,8 Tonnen Monster praktisch still. Theoretisch rast der Shelby aber mit über 210 Sachen dahin. Das Ergebnis des Prüfstandslaufes klingt im ersten Moment etwas ernüchternd.
Wir haben jetzt 646,5 PS verbrieft gemessen. Die hat er wirklich. Ja, da gibt es keine Diskussion. Das ist das Schöne an so einem Prüfstand. Das ist der Beweis. So viel Leistung hat er. Ist ein bisschen weniger als die Serie. Aber ich glaube, das ist die normale Streuung. Außerdem ist das Auto noch null eingefahren. Deswegen, ja, der kriegt schon noch ein paar Pferdchen dazu. Die braucht er jetzt auch. Im Hollywood-Film wird der Shelby nämlich als absolutes Beschleunigungsmonster dargestellt. Aber wie sieht's im wahren Leben aus? Grip-Moderator Niki Schelle ist überzeugt, gegen den topmodernen Allradantrieb vom Audi RS5 sieht der Shelby kein Land. Außerdem hat er noch Doppelkupplungsgetriebe und Launch Control an Bord. Ich würde sagen, Niki, wir probieren es einfach aus. Genau. Viertelmeilerrennen. Na komm. Beim Beschleunigungsrennen muss wirklich alles passen. Und da ist es mit Heckantrieb, glaube ich, echt schwierig. Und ich bin gespannt, ob Hollywood da nicht doch das eine oder andere Mal ja, das Auto einfach schneller durchs Bild hat fahren lassen oder wie auch immer sie das immer machen. Jetzt muss das zeigen, ob er es wirklich kann. 450 PS Allrad und ein deutlich kürzer übersetztes Getriebe hat der Audi auf der Habenseite. Kann der Shelby auf der Viertelmeile seine Power überhaupt ausspielen? Da muss sich Matthias ernste Gedanken um Setup und Taktik machen. Soll ich lieber mit Launch Control oder lieber ohne? Der Shelby GT 500 hat eine Launch Control, aber ich vertraue da ehrlich gesagt mehr auf meinen Gas- und Kupplungsfuß, weil ich glaube, das wird einfach irgendwie elektronisch runtergeregelt. Ich glaube, dass man das mit dem Gasfuß doch ein bisschen feiner dosieren kann und dann im entscheidenden Moment vor allen Dingen Vollgas Pedal to the Metal machen kann. Drückt Matthias das Pedal nur einen Augenblick zu früh durch, lösen sich Reifen und damit der Vortrieb in Rauch auf. Ja, Matthias, dann werde ich dir jetzt mal zeigen, was deutsche Wertarbeit ist. Na los, mach dich fertig. Merkt man das, dass ich nervös bin, wie ich mit dem Gasfuß spiele? Sorry, es geht gerade nicht anders. Ich muss hier Gefühl entwickeln für das Gaspedal. Niki hingegen muss den Audi nur mit der Launch Control vorspannen und Vollgas geben. Den Rest macht die Elektronik des Audi. Vorsprung durch Technik. Jawohl, am Start. Die ersten Meter gehören mir. Jawohl, super. Und er beschleunigt durch. Ja, ich krieg ihn, ich krieg ihn, ich krieg ihn. Ich flipp aus. Nein, jetzt kommt die Kraft von diesem Volt. Nein, 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 nein. Yes, und wie? Und wie? Und wie? Was ist denn los, Niki? Yes. Mann, ey, ich war am Anfang vorn. Aber dann bringt er doch die brachiale Gewalt irgendwie doch am Boden. Verdammte Kacke. Power, Freunde, Power. Das ist ein richtig dickes, fettes Ami-Eisenschwein. Und das sorgt für richtig Schub, wie man gesehen hat. Ja? Audi, Vorsprung durch Technik. Ja, gut. Ja? Alles okay, funktioniert. Aber nicht, wenn du 200 PS mehr an der Hinterachse hast. Am Anfang war der Niki vorne, da hat die Launch Control voll zugeschlagen vom Audi. Aber dann kam eben diese rohe Gewalt, diese schiere Kraft von dem Shelby und ich habe ihn abgeledert. Und zwar richtig. Schnell geradeaus ist das eine, schnell um die Ecke das andere. Aber da sieht's beim Shelby nicht gut aus. Die Fahrwerkstechnik ist auf dem Stand der späten 80er. Trotzdem manövriert der Shelby im Film seine Gegner aus und kriegt jede Kurve. Das ist quasi eine Rennsituation und die stellen wir jetzt hier nach. Rennen Audi RS5 gegen Shelby GT 500. Und ich bin jetzt wirklich gespannt. Klar, Beschleunigung, Elastizität, das funktioniert. Der hat Power ohne Ende. Die Frage ist nur, was in den Kurven passiert. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Das verlorene Viertelmeile-Rennen will Niki nicht auf sich sitzen lassen. Hat Matthias im Shelby eine Chance gegen den Audi? Oder haben die Filmemacher von Need for Speed ganz tief in die Hollywood-Trickkiste gegriffen? Also, auf geht's. Na, was labert denn schon wieder? Ich darf nur den Start nicht vergeigen. Und ich darf ihn in der Kurve nicht wegschmeißen. Bei Fahrwerkstechnik hat er keine. Leistung ja, Fahrwerkstechnik nein. Jawohl, Start bin ich wieder vorne. Jetzt schauen wir, jetzt werden wir das Ganze halten. Ah, er hat sich vielleicht ein bisschen verschalten. Ja, da geht's ja nicht. Immer so ab 100. Schiebt sich der Shelby vorbei. So, Niki hat schon mal Rückstand. Jetzt muss ich ihn nur richtig durchhacken.
Beim Anbremsen auf die erste Kurve ist Matthias am Kämpfen. Oh, 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 ein bisschen spät gebremst. Obwohl, nee, das passt noch. Niki ist außen. Ja, da kann er gerne bleiben. Nicht, wenn es nach Niki geht. Jawohl, hier haben wir wieder Traktion, da geht's schon gleich wieder. Vom Fahrwerk her fühlt sich das an wie, weiß ich nicht, früher ein Fiat Uno, jetzt aber Vollgas raus. Ah, ich war knapp dran, ich war knapp dran, nein! Yes! Kacke! Wir waren knapp dran, knapp, es war wirklich nicht weit. Scheiße. Sagt man nicht, aber ich muss es sagen. Ja, das Fazit zum Shelby. Hat Hollywood gelogen, ja oder nein? Ich sage nein, sie haben nicht gelogen, weil dieses Auto ist ein absolutes Monster. 650 PS für ja, verhältnismäßig schnäppchenmäßige 80.000 Euro. Ja. Das ist eine echte Ansage, dieses Auto. Klar, ich denke mal schon, dass sie bei den Kurvenfahrten und so, da werden sie schon ein bisschen gemogelt haben, damit das Auto halt ja, dieses Heroische bekommt. Aber das ist ein richtiges Monster, das Teil. Ja. War schön mit dir. Schönen Sonntag noch bis nächste Woche. Ne? Danke, wir sehen uns wieder. Mistkacke aber auch.